Im Herzen Oberösterreichs, inmitten von Natur und florierender Wirtschaft, hier liegt der Campus Wels. Kreativ, innovativ und im Team, so lösen wir Probleme. Nachhaltigkeit, erneuerbare Energie, neue Werkstoffe, künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Viel Raum für unsere Ideen und Visionen. Kreative Köpfe brauchen Abwechslung, Sport und Spaß. Dafür ist bestens gesorgt. Internationalität ist uns wichtig. Studierende aus über 70 Ländern und die Möglichkeit für ein Auslandssemester. Unser Campus liegt im Zentrum von Wales. Zu Fuß durch die Stadt, durchatmen und auf zu neuen Ideen. Geh doch mit uns und starte hier. Ja, herzlich willkommen zum Sustainability Award der FH Österreich Campus Wales 2024. Mein Name ist Gerold Weiß. Ich selbst bin, ganz kurze Vorstellung von mir, ich selbst bin Professor da an der FH Oberösterreich und zwar für den Bereich Entrepreneurship und Startup Business und gleiche Werbung in eigener Sache. Natürlich gibt es auch sehr viele Startups, was den Bereich Entrepreneurship und Startup betrifft, hier bei uns an der FH in Wels. Wir werden noch ein bisschen näher dazu kommen. Ich bin Leiter des Startup Centers der FH Oberösterreich und darf heute euch jetzt durch die nächsten 65 Minuten ein bisschen begleiten und bin schon sehr gespannt, wer den Sustainability Award auch diesmal oder zum fünften Male jetzt unter Anführungszeichen abräumt. Wir prämieren heuer zum fünften Mal, wie erwähnt, die schulischen Diplomarbeiten bzw. vorwissenschaftlichen Arbeiten, wohl wissend, dass die jetzt natürlich schwerst in Diskussion sind, die vorwissenschaftlichen Arbeiten. Aber ihr habt euch natürlich auch beschäftigt in diesem Bereich mit diesem Thema Nachhaltigkeit, das man jetzt mittlerweile oder sozusagen als Hot Topic bezeichnet, weil Nachhaltigkeit extrem wichtig ist. Nachhaltigkeit wird überall diskutiert. Nachhaltigkeit ist zum einen natürlich Industrie in jedem Bereich mittlerweile hat Einzug gehalten. Und natürlich auch bei uns an der FH in Wels in so ziemlich jedem Studiengang drinnen und sehr, sehr wichtig. Ja, wie schaut die Einreichungsquote aus heuer zum fünften Mal? Wir haben 81 Einreichungen im Bereich Einzel- und Gruppenarbeiten. Also das ist schon eine ganz eine ordentliche Anzahl und zwar von allen mittleren und höheren Schulen, von Bodensee bis hin zum Neusiedlersee sind die Einreichungen bei uns eingelangt. Und darf mich natürlich auch im Namen der Fachhochschule Oberösterreich und vor allen Dingen vom Campus Wels ganz herzlich bedanken, eben für diese zahlreichen und vor allen Dingen hochqualitativen Einreichungen. So, genug der Begrüßung. Ich darf weiters begrüßen unseren Dekan, Dekan Diplom-Ingenieur Dr. Professor Michael Rabel. Er ist bei uns hier der Chef unserer Institution. Mike, und ich darf dich um deine einleitenden Worte nun begrüßen. Sehr, sehr gerne. Danke, Gerold. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Maturantinnen und Maturanten, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Danke für die vielen Einreichungen und fürs Mitdabeisein beim heutigen Event. Wir stehen vor einer Vielzahl von globalen Herausforderungen. In den letzten Jahren mussten wir schmerzhaft feststellen, dass unser Wohlstandsleben durch immer mehr Krisen bedroht wird. Aber es zeigt sich auch, dass wir durch eine gemeinsame Anstrengung diese Probleme lösen können. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen und Ihnen kurz ein paar Beispiele aus unserer Fakultät zeigen, woran unsere Studierenden und Forscherinnen und Forscher arbeiten. Im Bereich Bio-Umwelttechnik arbeitet Kevin zum Beispiel an Mikroorganismen, die als Biosensoren eine Vielzahl von Erreger in kürzester Zeit identifizieren können. Im Bereich Lebensmitteltechnologie und Ernährung beschäftigt sich Kerstin mit der Identifikation von pflanzlichen Wirkstoffen, die das Wachstum von Bakterien verhindern und so Leben retten können. Im Studiengang angewandte Energietechnik wird die Speicherung von grünem Wasserstoff erforscht und an neuen thermischen Verdichtungsmethoden gearbeitet. Seit letztem Jahr haben wir auch ein Wasserstoffforschungszentrum an der Fakultät, das genau in diesem Bereich noch mehr Wissen generieren wird. Im Studiengang Bauingenieurwesen im Hochbau wird die sommerliche Überhitzung im städtischen Raum beforscht und Ricarda beschäftigt sich mit der Begrünung von Fassaden.
Im Bereich Automatisierungstechnik arbeitet man an Robotern, die Menschen im Katastrophenfall aus dem Gefahrenbereich retten. Und im Bereich Werkstoffwissenschaften arbeitet Christian am Recycling von Mischkunststoffen und dadurch an der Vermeidung von Verpackungen. Sie sehen also, wir tauschen Herausforderungen gegen Lösungen. Auch Sie haben in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit an der Lösung von globalen Problemen gearbeitet und ich lade Sie ein, gemeinsam mit uns weiter daran zu arbeiten. Neben den vorgestellten Themen bieten wir eine Vielzahl von Studiengängen und ich würde mich freuen, wenn Sie sich nach dem Matura-Stress auf unserer Homepage informieren oder bei uns zu einem Schnuppertag vorbeikämen. Sie finden unser Angebot unter fh-ooe.at/campus-wels. Und damit zurück zu Gerald und viel Spaß bei der nachfolgenden Event. Mike, herzlichen Dank für die kurze Vorstellung und die Einleitung und vor allen Dingen für diese Vielfalt an Themen, die wir da haben an der Fakultät hier in Wels. Und ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr zukunftsorientiert. Und um diese Zukunftsorientierung auch ein bisschen näher oder lebendiger euch zeigen zu können, hat mittlerweile die Paula Greiner bei mir Platz genommen. Und die Paula studiert oder ist eine Pionierin, sagen wir mal so. Warum Pionierin? Weil sie den Studiengang Sustainable Solutions gewählt hat. Und Paula, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist und herzlich willkommen. Ja, danke. Gefreut mich, dass ich da bin. Paula, du studierst jetzt im wievielten Semester? Im zweiten Semester bin ich gerade. Im zweiten Semester. Das ist ein ganz neuer Studiengang. Mhm. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Studiengang zu wählen? Oder was kann man sich da vorstellen unter Sustainable Solutions? Sustainable Solutions, kann man sagen, ist die Schnittstelle von Wirtschaft, Technik und Sozialem. Für mich hat der Studiengang was ganz Besonderes, weil es bietet eben so eine Vielfalt an Themengebieten. Man lernt richtig viel interessante Sachen von richtig vielen verschiedenen Bereichen. Er ist sehr interdisziplinär. Und was mir auch noch viel taugt, ist, dass man richtig projektbasiertes Lernen betreibt. Also wir haben schon viel Sachen gelernt im Rahmen von Projekten. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir immer mit Unternehmen, sehr oft schon mit Unternehmen zusammengearbeitet haben. Und dann teilweise auch schon Abschlusspräsentationen bei Unternehmen gehabt haben, was natürlich also super fürs. Also das heißt, du arbeitest auch an konkreten Projekten mit Firmen gemeinsam. Ja, genau. Also da haben wir zum Beispiel ein Projekt im Wintersemester gehabt, im Circular Design, also Kreislaufwirtschaft. Da haben wir uns ein Kreislaufwirtschaftskonzept überlegen müssen für einen Becher, also sozusagen für einen Mehrwegbecher, sozusagen von einem linearen Wirtschaftssystem zum Kreislaufwirtschaftssystem und da haben wir Abschlusspräsentation dann in diesem Unternehmen eben gehabt. Also ihr seht, es ist nicht nur theoretisch, dieser Studiengang, sondern auch sehr, sehr praxisorientiert und sehr viel mit Unternehmen zusammenarbeiten und gerade dieses Nachhaltigkeit, dieser, ich sage es jetzt einmal ein bisschen provokant, sehr schwammig ist, wird dadurch, das, was du gerade erzählt hast, sehr handfest und sehr griffig. Was hat dich denn überhaupt bewogen dazu oder hast du schon vorher Interesse gezeigt an diesem ganzen Thema? Ja, also mir ist das Thema Nachhaltigkeit ein persönliches Anliegen, was natürlich dann auch einer der Gründe war, warum ich mich für das Studium entschieden habe. Und weil ich ein Mensch bin mit sehr vielen Interessen und ich finde, das wird da super abgedeckt in diesem Studiengang. Du und selbst am Campus Wels, was gefällt dir da am besten bei uns? Ich kann sagen, die gemütliche Atmosphäre. Ich finde, der Campus Wels hat eine perfekte Kress. Also es ist übersichtlich und man hat trotzdem alles, was man braucht da. Alles da, alles in der Nähe, die Stadt ist in der Nähe, hoffentlich haben wir. Du wohnst da auch in Wels? Nein, ich wohne gar nicht da, ich wohne im Mühlviertel. Also circa 15 Minuten von Linz, aber. Du kannst pendeln, aber es gäbe auch natürlich auch in Wels dementsprechende Möglichkeit, auch hier Studentenheime zu nutzen. Wels ist eine unheimlich schöne Stadt und ihr habt es zuerst gehört. Wir haben knapp 60.000 Einwohner, sind im zentralen Raum von Oberösterreich. Es sind sehr viele Industriebetriebe da, die sich auch genau mit diesem Thema beschäftigen. Also das Jobangebot ist enorm und wie man sieht, du fühlst dich bei uns wohl, wie man sich sagt. Ja, genau. Auf Oberösterreichisch. Paula. Herzlichen Dank einstweilen einmal für dein kurzes Statement. Du wirst nachher dann nochmal, also du bleibst jetzt einmal grundsätzlich mal da und du wirst nachher noch ein paar Worte sagen.
Jetzt kommen wir natürlich genau dahin, das euch wahrscheinlich am meisten interessiert. Und das ist jetzt die Preisverleihung. Du siehst, da habe ich jetzt sogar deine Folie, wie man dich auch dann schreibt, nämlich mit G. Und wir kommen jetzt schon langsam, aber sicher zur Preisverleihung. Aber vor der Preisverleihung hat es natürlich eine Jury gegeben, die sich eure Arbeiten ganz besonders und ganz genau angeschaut hat und das wirklich in sehr schweißtreibender Arbeit dann durchgeschaut hat. Angeblich hat es ja dann Wortgefechte gegeben, habe ich gehört. Na, kleiner Scherz, war nicht so dramatisch. Aber das wird uns jetzt der Willi Süßenbacher berichten, der Vorsitzende ist unserer Jury. Die Jury besteht aus 7 Professorinnen aus unterschiedlichen Fachgebieten. Ich lese sie jetzt einfach einmal herunter, die bei uns auch unterrichten. Wie gesagt, Willi Süßenbacher als Vorsitzender, die Christiane Teugo, die Christiane Rau, die Claudia Probst, der Khaled Saleh Pascha, David Krumowit-Leitner und der Manuel Selk waren in der Jury und, wie gesagt, haben schweißtreibende Arbeit geleistet, um eure Arbeiten auch dementsprechend durchzuackern. Willi, du bist zugeschaltet. Du wirst uns ganz kurz über diesen Prozess bitte in der Jury berichten und übergebe den damit an dich. Sehr gut. Danke dir vielmals. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite und herzlich willkommen zur Online-Preisverleihung des diesjährigen Sustainability Awards. Wir haben uns mittlerweile den Schweiß schon von der Stirn gewischt. Ich sehe schon bis zum Monitor wieder. Aber es war natürlich keine leichte Entscheidung. Es waren wirklich hochqualitative Arbeiten, die eingereicht worden sind aus verschiedensten Themenbereichen, beginnend im Bereich Agrar über Gebäudetechnik bis hin zur nachhaltigen Mobilität. Insgesamt haben wir 47 Einzelarbeiten durchgesehen und bewertet, 34 Gruppenarbeiten durchgesehen und bewertet. Vom Ablauf war das Ganze so, zuerst einmal hat man ein grobes Screening durchgeführt. Jeder Professor, jede Professorin hat dann die Möglichkeit gehabt, 2 Einzel- und 2 Gruppenarbeiten vorzuschlagen aus ihrem Themenbereich. Daraus haben sich dann 2 Shortlists ergeben mit 14 Einzelarbeiten und 12 Gruppenarbeiten. Und die sind dann alle noch einmal von den Professoren im Detail analysiert und bewertet worden. Die Bewertungskriterien waren einerseits der Nutzen für den Bereich der Nachhaltigkeit, der Grad der Innovation und die Originalität der Arbeit, die Struktur und die formale Darstellung sowie auch die wissenschaftliche Qualität der Arbeit insgesamt. Nach einer intensiven Bewertung haben wir es dann geschafft, 3 Einzelarbeiten und 3 Gruppenarbeiten zu identifizieren, die aus unserer Sicht am besten geeignet sind für diese ersten Plätze. Und die werden nun in einem Online-Voting nachfolgend dann gemäß den Plätzen 1 bis 3 gereiht werden. Wir freuen uns schon auf ein spannendes Voting und möchten uns vorab schon bei allen Preisträgern für die Einreichung bedanken und für die harte getane Arbeit. Vielen Dank. Danke, Willi. Peter, bin ich wieder drauf? Ja. Ja, danke Willi für die kurze Beschreibung. Das heißt, ihr seht, wir haben jetzt 4 Arbeiten wurden ausgewählt in diesen engsten Kreis. Und im Endeffekt bestimmt ihr jetzt, wer den ersten, zweiten oder dritten Preis kriegt. Und ist natürlich interessant, was gibt es denn eigentlich für den ersten, zweiten und dritten Preis? Und das Preisgeld ist gar nicht so schlecht. Der dritte Preis bekommt 250 Euro, der zweite Preis 500 Euro und der erste Preis, Entschuldigung, 750 Euro. Also da kann man schon auf der Matura-Reise das ein oder andere Getränk zu sich nehmen, dann, wer den Preis abgeräumt hat. Ja, and the Oscar goes to, ja, in diesem Fall the Award goes to. Ihr kennt den Begriff aus der Oscar-Preisverleihung. Wir haben 4 unterschiedliche Preisträgerinnen jetzt in der Einzelkategorie. Warum 4? Ja, wo es nur 3 Preise gibt. Warum? Weil sich natürlich die Jury nicht einigen hat können und es wird beim dritten Platz eine Ex-Equo-Position geben, weil die Jury einfach gesagt hat, da waren 2 gleich gute Arbeiten, die man unbedingt in die engere Auswahl nehmen müssen. Und deswegen haben wir diese einzige Kategorie mit 4 Preisträgerinnen jetzt bestückt. Es sind dies, und das ist jetzt einfach in einer Reihenfolge
aufgezählt, und zwar nach dem Alphabet. Das sind die Arbeiten von Francesca Frauenlob vom Bischöflichen Gymnasium in Graz, von der Anna Kriberneck vom BAG Petersgasse in Graz, von der Ina Leopold vom BAG Frauengasse in Baden, von der Ella Luisa Tänzer vom Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch. Aber bevor wir zum Online-Voting kommen, weil ihr sollt ja dann wissen, worum es geht, haben wir hier die vier Videobeiträge dieser Preisträgerinnen. Und da würde ich bitten, passt gut auf, schaut euch das an, genießt es. Sie haben sich ja wirklich voll ins Zeug gehabt. Sie haben da wirklich einen guten Pitch abgeliefert. Und schauen wir uns einfach diese vier Preisträgerinnen die Videos an. Hallo aus Graz. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Letztes Jahr hat die EU das Verbrenner aus ab dem Jahr 2035 erklärt. Aber schon dieses Jahr droht es mit diesem Verbrenner aus wieder auszufallen. Denn die Idee ist, dass man die bestehende Flotte an Verbrennern doch mit den sogenannten E-Fuels ganz einfach CO2-neutral weiter betreiben könnte. Und für die einen, da mag das sicher nach einem tollen Konzept klingen, nach einer super tollen Zukunftsvision. Aber andere mögen da vielleicht eher etwas skeptisch sein und das Ganze als eine trügerische Hoffnung abtun. Wer hat aber nun recht und wem sollte man zustimmen? Sollte es heißen E-Fuel ja bitte oder nein danke? Diese Frage habe ich, Francesca Frauenlob vom Bischöflichen Gymnasium in Graz, mir im Zuge meiner VWA gestellt. Und ganz früh stand dabei für mich fest, dass das Konzept hinter den E-Fuels eigentlich ein ganz vielversprechendes ist. Als erstes wird mit grüner Energie Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid erzeugt. Im Rahmen der Fischer-Tropsch-Synthese entstehen daraus dann Kohlenwasserstoffverbindungen. Nach einer Aufbereitung in der Raffinerie sind dann von Flugfahrt über Industrie bis hin zur Individualmobilität verschiedene Anwendungen für den E-Fuel denkbar. Aber sind sie auch umsetzbar? Ein Praktikum, viele Expertengespräche und lange Recherchen später steht für mich nun fest, dass die E-Fuels definitiv ein großes Potenzial für die Zukunft haben. Aber in der nahen Zukunft, da werden sie nun mal leider nicht ausreichend verfügbar sein, dass wir alle möglichen Anwendungsbereiche abdecken könnten. Daher gehören die E-Fuels zunächst in die Sektoren, wo es keine anderen klimafreundlichen Technologien gibt, die man stattdessen einsetzen könnte. Und das ist zum Beispiel Flugfahrt oder Schifffahrt, weil dort wäre die Batterie einfach zu schwer. Und dort heißt es dann, ja bitte, für die E-Fuels. Und ich sage, tschüss aus dem sonnigen Graz. Danke, Francesca. Das war die Francesca mit ihrem hochinteressanten Projekt E-Fuels. Und nächste Kandidatin ist die Anna Kriberneck. Man nehme etwas Wasser, Luft, genauer gesagt das CO2 aus der Luft und Licht und generiert daraus Energie. Das ist natürlich grob vereinfacht. Die Photosynthese, die Pflanzen und auch andere Photoautotrophen nutzen, um sich selbst mit Energie zu versorgen. Wäre es nicht angesichts der globalen Energieproblematik ideal, diesen Prozess auch für uns nutzbar zu machen? Ist das überhaupt möglich und wenn ja, wie? Hallo. Mein Name ist Anna Kriberneck. Ich bin Maturantin am BAG Petersgasse und habe mich in meiner VWA genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Die gute Nachricht? Ja, es ist möglich. Mit Hilfe von pflanzlichen Mikrowellenbrennstoffzellen. Der Haken an der Sache? Die generierte Energie ist wahnsinnig gering. Beläuft sich auf ungefähr 500 Mikrowatt. Ein Einfall also? Keineswegs. Diese Technologie ist dennoch essentiell im Kampf gegen den Klimawandel. Denn durch den geringen Wartungsaufwand kann sie dort eingesetzt werden, wo andere Energieformen nicht möglich sind. Zum Beispiel an abgelegenen, schwer erreichbaren Orten. Die produzierte Energie ist groß genug, um vor Ort Messungen vorzunehmen und die Daten an einen Satelliten zu senden. Besonders wichtig ist dies in Bezug auf Feuchtgebiete. Feuchtgebiete nehmen nämlich sogar mehr CO2 aus unserer Atmosphäre auf als unsere grünen Lungen, die Regenwälder. Allerdings nur so lange ihr Wasserpegel hoch genug ist. Sinkt diese unter einen gewissen Wert, nehmen sie nicht nur kein CO2 mehr auf, sondern emittieren sogar schädliche Treibhausgase. Dies kann durch eine großflächige Überwachung mit Hilfe von pflanzlichen Mikrowellenbrennstoffzellen verhindert werden. Die globale Energieproblematik ist dadurch also nicht gelöst.
Ein natürlicher CO2-Speicher unserer Erde wird jedoch unterstützt. Anna, herzlichen Dank für dein tolles Video. Das war die Anna Kriebaneck. Und die nächste Kandidatin ist die Ina Leopold vom BRG Frauengasse in Baden. Sehr geehrtes Publikum, ich freue mich sehr, Ihnen heute meine vorwissenschaftliche Arbeit zum Thema ionische Flüssigkeiten als Enabling Technology präsentieren zu dürfen. Insbesondere habe ich mich auf das Anwendungsgebiet des Hühnerfederabfalls fokussiert. Von diesem gibt es nämlich weltweit 9 bis 10 Millionen Tonnen pro Jahr, primär aus der Masthuhnindustrie. Momentan wird dieser Abfall größtenteils entsorgt durch Verbrennung oder auf Mülldeponien, obwohl er zu 91% aus dem Strukturprotein Keratin besteht. Dieses findet in verschiedensten Gebieten Anwendung, darunter der Medizin und auch der Kosmetik. Haarshampoos mit Keratin kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen aus dem Supermarkt. Trotzdem wird dieses Keratin kaum aus den Hühnerfedern gewonnen, obwohl dies mit ionischen Flüssigkeiten machbar wäre. Damit komme ich zum Hauptthema meiner VBA, den ionischen Flüssigkeiten. Diese bieten in der Green Chemistry verschiedenste Möglichkeiten. Sie können herkömmliche Chemikalien, die entflammbar, toxisch oder anderwärtig umweltschädlich sind, ersetzen und sind wiederverwendbar, teilweise sogar durch Destillation, darunter Flüssigkeiten wie Pyridiniumformiat und Pyrolidiniumformiat, die ich auch in meinen eigenen Experimenten verwendet habe. Beide dieser Flüssigkeiten sowie Ethylmethylimidazoliumacetat sind dazu fähig, Hühnerfedern aufzulösen und durch Zugabe von Wasser ist das Keratin auch wieder ausfällbar. In Form von Fäden, wie beispielsweise durch eine Spritze erzeugt oder eine Keratinfolie auf einer Glasplatte. Obwohl sich diese Formen durchaus gut erzeugen ließen, habe ich es leider selbst bei meinen Experimenten nicht geschafft, die Folie noch abzulösen. Eventuell wären Weichmacher wie Glycerin oder Trennmittel dafür nötig gewesen. Trotzdem lohnt es sich durchaus, weitere Forschungsarbeit in dieses Gebiet zu stecken, um möglicherweise eines Tages Bioplastik aus Hühnerfederabfall herzustellen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ina, herzlichen Dank für dein tolles Video. Und last but not least haben wir hier noch die Ella Luisa Tänzer, und zwar als vierte, vom Gymnasium Schülerstraße in Feldkirch. Hallo, mein Name ist Ella Tänzer und ich bin Schülerin des Gymnasiums Schillerstraße in Feldkirch in Holland. Tagtäglich werden wir mit den Themen Klimawandel und Ressourcenknappheit konfrontiert. Warum nutzen wir dann nicht alle intensiver die uns zur Verfügung stehende Sonnenenergie, indem wir mehr Photovoltaikmodule, wie beispielsweise dieses hier, verbauen? Dies liegt zweifelsohne daran, dass die Effizienz und die Optik eines solchen Moduls noch nicht ausgereift sind. Genau diese technischen Herausforderungen könnten mit Hilfe von Schmetterlingen, wie beispielsweise diesen hier, gemeistert werden. Im Zuge dieser VBA habe ich verschiedene Schmetterlinge mittels der Mikroskopie untersucht. Ich habe herausgefunden, dass Schmetterlinge bei Vergrößerungen im Nanometerbereich sehr unterschiedliche Oberflächenstrukturen, wie beispielsweise diese hier, aufweisen. Aufgrund dieser komplexen Strukturen kommt es an der Schmetterlingsoberfläche zu spezifischen optischen Effekten, wie beispielsweise Absorption und Reflexion. Solche Nanostrukturen kann man sich zunutze machen, nachbilden und in ein PV-Modul integrieren. Dadurch kann die Optik eines PV-Moduls verbessert werden, mehr Licht eingefangen und die Effizienz auch eines solchen PV-Moduls gesteigert werden. Schwarze Schmetterlingsoberflächen, wie beispielsweise diese hier, weisen derartige Nanostrukturen auf. Dadurch kann die Absorptionsrate auf bis zu 200% gesteigert werden. Aus diesem Grund liegt es nun an uns, mehr Geld in die Forschung zu investieren, um so bedeutende Technologien marktreif werden zu lassen. Denn mit diesem ionischen Ansatz können wir langfristig alle einen Beitrag dazu leisten, die Klimakrise einzudämmen. Ella, auch dir herzlichen Dank für deinen Videobeitrag und vor allen Dingen allen Vieren. Und zwar muss ich es nochmal runterlesen, weil man es nicht merkt. Francesca, Anna, Ina und Ella, herzlichen Dank für eure tollen Einreichungen. Herzlichen Dank für euer tolles Video. Und ich glaube, wenn wir es jetzt hören könnten, wenn wir jetzt live hier wären, dann würdet ihr jetzt einen Riesenapplaus kriegen. Aber stützt euch erst mal vor, dass ihr einen Riesenapplaus von allen Teilnehmerinnen hier erinnern in diesem Videochat.
dann bekommt. So, kommen wir zum Online-Voting. Jetzt wird es spannend, nämlich auch für euch, dass wir hier jetzt die ersten, zweiten und dritten Plätze dementsprechend auch jetzt nominieren. Und zwar, das ist jetzt relativ einfach für euch wahrscheinlich, als die Generation, die ohnehin mit dem Handy aufgewachsen ist, ist es relativ einfach. Und zwar funktioniert das Ganze so, ihr werdet jetzt gleich einen QR-Code eingeblendet bekommen von uns. Diesen QR-Code bitte an eurem Smartphone bitte auch dementsprechend abfotografieren. Dann kommt ihr direkt zur Abstimmung, beziehungsweise könnt ihr auch direkt auf die Webseite slido.com gehen und bei Slido bitte, ihr werdet auch dann den Hashtag auch eingeblendet bekommen. Diesen Hashtag, dieser lautet Hashtag 2803343 einpflegen und die Abstimmung dauert 2 Minuten. Das heißt, entweder QR-Code abfotografieren, direkt zur Abstimmung gelangen oder auf slido.com den Hashtag 2803343 eingeben und die Abstimmung dauert 2 Minuten. So, dann starten wir die Abstimmung, beziehungsweise ich habe hier auf meiner Watch hier jetzt genau 2 Minuten als Ablaufzeit eingestellt und bitte darum, die Abstimmung jetzt zu starten. 2 Minuten wird mitgestoppt. Einstweilen wieder die ein oder andere Frage an die Paula, weil wir natürlich dementsprechend auch an der FH sehr groß das Thema Nachhaltigkeit behandeln. Wie hat denn bitte der Bewerbungsprozess ausgeschaut? Für uns ist es so, dass man sich dort und da bewerben muss. Der Bewerbungsprozess hat so ausgeschaut, ich habe mir mal so einen Account erstellt auf der Website mit meiner Mailadresse und alles. Dann habe ich meine Dokumente hochgeladen. Also ich weiß gerade nicht mehr, was alle die wichtigen Dokumente sind, aber es finden wir auf jeden Fall online. Maturazeugnis habe ich hochgeladen. Und dann habe ich dann immer eine Videokonferenz gehabt, also das Bewerbungsgespräch, weil ich war nämlich zurzeit da im Ausland und habe nämlich nicht an der FH Wörth das Bewerbungsgespräch machen können. Ja, dass du das Bewerbungsgespräch machen kannst. Ja, genau. Ja, da haben wir mal generell die ganzen Themen besprochen, die im Studiengang vorkommen und haben geschaut, ob das passt für uns beide. Und danach habe ich schon 1 bis 2 Wochen drauf die Zusage gekriegt. Und ja. Zusage und Bewerbungsgespräch wahrscheinlich, warum du das Ganze studieren willst, ja, genau. Interesse dabei ist und so weiter. Wie schaut es für euch aus? Wo könnt ihr euch informieren? Gibt natürlich das ein oder andere Informationsevent auch bei uns genau über diesen Studiengang. Und zwar, Achtung, heute 19 Uhr, und zwar einen Online-Study-Talk, heute um 19 Uhr bei uns im Sustainable Solutions. Wenn es interessiert, heute zuschalten. Informationen gibt es dann im Anschluss, beziehungsweise auch auf der Webseite. Es gibt am 19. Juni ab 15 Uhr gibt es eine Campus-Tour hier. Das heißt, ihr könnt wirklich selbst hier bei uns am Campus dementsprechende Tour mitmachen und auch einmal ein Bild machen über Wels, über den Campus, wie es da so abläuft. Und natürlich ist auch eine persönliche Beratung jederzeit möglich, ob das jetzt über die Webseite ist, wie es du gemacht hast, oder einen fixen Termin, auch natürlich über Teams. Es geht auch telefonisch, per E-Mail, per herkömmlicher Post, Postkarte, wie auch immer. Ihr könnt es auf jeden Fall uns jederzeit und über jeden Kanal auch erreichen. Wenn Sie jetzt sagt, da wollen wir unbedingt studieren, was ich mir durchaus vorstellen könnte, wollen wir unbedingt studieren, einfach rasch informieren. Wie gesagt, Oktober ist nicht mehr weit. Ich weiß, ihr habt noch eine riesen Hürde zu überstehen, nämlich die Matura und den Studienplatz sichern. Und jetzt habe ich viel zu viel geredet, oder wir zwar haben viel zu viel geredet. Das Voting ist vorbei. Wir haben jetzt 30 Sekunden überzogen. Peter, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Und den Gewinner müssten wir, oder die Gewinner müssten wir jetzt eigentlich bereits feststehen haben. Peter, hast du schon Gewinner? Also, wir haben das Ergebnis fertig. 178 Votings hat es gegeben und gewonnen hat die Ella Luisa Tänzer mit 34% der Votes. Herzlichen Glückwunsch. Ella, super, herzliche Gratulation. Der Platz 2 geht an die Francesca Frauenlob mit 29%. Francesca, herzliche Gratulation auch von unserer Seite.
Und den dritten Platz teilen sich die Anna Griebeneck und die Ina Leopold. Anna und Ina, fühlt euch applaudiert. Herzliche Gratulation zum dritten Platz. Und wir haben schon gesagt, dritter Platz ist dotiert mit 250 Euro. Die 250 Euro müsst ihr natürlich euch nicht teilen. Jeder von euch beiden bekommt 250 Euro. Der zweite Platz, wie bereits erwähnt, 500 Euro. Und der erste Platz 750 Euro. Wir würden gern das Ergebnis präsentieren. Nur ist es aus technischen Gründen zurzeit nicht möglich. Wir werden im Nachgang allen Preisträgern das Ergebnis als Screenshots zuschicken, damit sie auch seht, dass das mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass da nichts gecheatet worden ist, wie man so schön sagt. Du Beta, aber was der, ich habe schon ein Alter, wo man mich schon erinnern muss, was du gerade vor 3 Minuten gesagt hast. Ja, die Gewinnerin braucht jetzt nämlich noch einmal zu einem ganz kurzen Interview und Statement. Das ist die Frau Tänzer. Bitte, Frau Tänzer. Ja. Ella, bist du zugeschaltet? Ja, genau. Hallo. Ja, hallo. Gratuliere zum Sieg, Ella. Tolles Video. Dank. Tolles Video, tolles Projekt. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, du kommst an die FH in Wels studieren. Würde uns freuen, wenn du da wärst, ein Gewinn. Und die Paula freut sich auch schon auf die Studienkollegin. Ella, wie war es denn, diese Arbeit zu schreiben? War das recht der Aufwand oder wie hast du da getan? Ich kann mir vorstellen, das ist ja relativ lang gegangen, oder? Ja, also ich habe sehr viele empirische Untersuchungen gemacht und dadurch war es schon ein großer Zeitaufwand. Erstens, also ich habe mit sehr vielen unterschiedlichen Firmen auch, also mit der Firma Hilti zusammengearbeitet. Ich war im Technorama in der Schweiz und ich habe da wirklich viel mit Mikroskopen untersucht und dadurch war das zum einen dorthin gehen, Mikroskopaufnahmen machen, aber dann auch das Auswerten, die Literaturrecherche. Also ja, sehr viele Sachen, die dann zusammengekommen sind, aber auch sehr spannend. Wie lang hast du da gearbeitet dran? Oder wann hast du begonnen mit der Arbeit? Also da ich im Sommer noch an dem Erasmus-Projekt involviert war, dann erst wirklich nach den Sommerferien, dass ich mit den Untersuchungen auch stark, also alles gestartet habe. Aber ich würde dann sagen, bis zur Abgabe wirklich die ganze Zeit. Ja, da waren keine großen Pausen dabei. Also wirklich, wirklich reingehen. Jetzt hast du Matura. Schriftliche ist wahrscheinlich schon hinter dir, oder? Schriftliche Matura? Genau. Ja. Und jetzt noch die mündliche nächste Woche? Genau. Ja. Und wie wird es ausschauen? Ja, ich bin gespannt. Aber man hat ja noch ein bisschen Zeit, aber ja. Aber das Schriftliche ist ein großes Hackerbund, also da ist jetzt keine Nachmatur geplant, oder? Nein, das Schriftliche ist abgehakt. Du, was müsstest du noch machen? Zivildienst oder Bundeswehr brauche ich dir nicht fragen. Was müsstest du noch machen nach der Matura? Ja, also im Herbst möchte ich eigentlich dann studieren beginnen. Also was genau steht noch nicht fest. Also eigentlich möchte ich schon auch in die Technik gehen, aber gern was Interdisziplinäres, sowas wie Wirtschaftsingenieurwesen, genau. Sowas wie die FH Wels, wo ich jetzt gerade sagen, gell? Du, eine Frage noch an dich. Willst du oder war dir das ein Herzensanliegen, dass du etwas Positives für die Umwelt schreibst in dem Fall oder willst du noch etwas Positives für die Umwelt bewegen? Ja, auf jeden Fall, als ich auch nach den VWA-Themen gesucht habe, also mir war es immer eine Herzensangelegenheit, einfach was zu suchen, was ja auch einen Beitrag leisten kann jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und was mich einfach fasziniert hat, weil ich wollte irgendwas Technisches, Physikalisches machen, was man wirklich, also mit den Schmetterlingen, wie man dort die Solarzellen verbessern kann. Und das ist ja auch das große Problem, dass die Solarzellen einfach nicht effizient genug sind. Und ich bin der Meinung, dass man wirklich mit der Technik, wenn man dort wirklich viel Forschung noch leisten würde, wirklich viel erreichen kann, auch in Sachen Nachhaltigkeit. Ella, du bist das Feldkirch, gell? Genau. Wenn man den Vorarlberger Dialekt gar nicht so hört. Ja, ich komme nicht ursprünglich aus Vorarlberg. Also bist nicht ursprünglich, okay. Noella, ja? Nein, meine Eltern kommen aus Deutschland, deswegen hat man das nicht so wahrscheinlich. Okay,
Okay, deswegen brauchen wir keine Untertitel bei dir. Du Ella, herzlichen Dank, herzliche Gratulation noch einmal. Ganz super Arbeit gewesen, wirklich tolle Präsentation gewesen. Danke noch einmal und alles Gute für die Zukunft und genieß deine 750 Euro bei der Matura-Reise. Dankeschön. So, dann kommen wir zu den Gruppenarbeiten. Peter, ist das richtig? Richtig. Richtig. Bei den Gruppenarbeiten, ich muss da jetzt nochmal ganz kurz den Bildschirm noch einmal neu teilen, weil ich da den Ton auch nochmal teilen muss, so lass mal durch. Aber das gehört dazu, zu einer guten Online-Präsentation, dass man dort und da aus auch sich einmal verdurrt als Präsentator. So, ihr seht wieder die Präsentation. Peter, du siehst das? Ja, sehr gut. Ob nämlich noch einen Ton teilen müssen, das habe ich zuerst natürlich wieder vergessen, aber solche Dinge gehören dazu. Kategorie Gruppenarbeiten. Es hat auch die Kategorie Gruppenarbeiten gegeben, ihr wisst es natürlich. Und hier sind nominiert worden von der Jury, und zwar jeweils immer nur ein Name. Jonathan Böhm vom Adalbert-Stifter-Gymnasium in Linz. Der Samuel Pilz vom BAG Kanerigasse, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, in Graz. Und Stefan Schwarzauger vom Gymnasium Schillerstraße, auch in Feldkirch. Und was diese Gruppen oder welche Projekte diese Gruppen oder was diese Gruppen geleistet haben, schauen wir uns wieder in einzelnen Videos jetzt an. Jonathan Böhm, der Erste vom Adalbert-Stifter-Gymnasium in Linz. Grüß euch, wir dürfen euch heute kurz unsere Diplomarbeit über Aquaponik vorstellen, die wir an der HFL A. St. Florian heuer verfasst haben. Sie fragen sich jetzt sicher, Aqua was? Aquaponik, das Wort, setzt sich aus zwei Teilen zusammen, nämlich Aqua für Aquakultur, was die Fischzucht ist, und Ponik, was sich von Hydroponik ableiten lässt, was die erdelose Pflanzenzucht ist. Das heißt, Aquaponik bringt die Fischzucht und die Pflanzenzucht in einem geschlossenen Kreislaufsystem zusammen. In diesem System dienen die Ausscheidungen der Fische als Nährstoffquelle für die Pflanzen, in unserem Fall Gemüse. Die Wurzeln des Gemüses reinigen dabei das Wasser und bereiten es somit wieder für die Fische auf. Mit einem Aquaponik-System erwischt man sozusagen zwei Fliegen mit einem Schlag. Man kann sowohl lokal frischen Fisch als auch frisches Gemüse produzieren und dann auch lokal konsumieren. Gegenwärtige Problematiken sind die Überfischung der Weltmeere und dass wir tonnenweise Gemüse aus den südlichen Ländern importieren, damit wir dann in unserem Lieblingswirtshaus eine Tomatensuppe oder ein Fischfilet genießen können. Dass das Ganze nicht wirklich förderlich ist für unsere Nachhaltigkeit und einen negativen Einfluss auf unser Klima hat, ist klar. Wenn man den Selbstversorgungsgrad bei Fisch betrachtet, liegt er nur bei 7% in Österreich, bei einem Gemüse bei 52%. Wenn man nur die Tomate alleine betrachtet, sogar nur bei 12%. Die Aquaponik ist extrem ressourcensparend. Der Flächenverbrauch zur herkömmlichen Landwirtschaft ist um ein Vielfaches geringer. Auch der Wasserverbrauch zur herkömmlichen Fischzucht kann um bis zu 90% gesenkt werden. Somit ist die Aquaponik als Ganzes als extrem nachhaltige Alternative zur herkömmlichen Landwirtschaft zu betrachten. Da wir selber wissen wollten, wie eine Aquaponikanlage genau funktioniert, haben wir im Rahmen unseres Diplomarbeitenversuches so ein System geplant, aufgebaut und betrieben. Dadurch haben wir die in der Theorie gewonnenen Erkenntnisse überprüfen und schlussendlich auch bestätigen können. Tolles Projekt von euch dreien. Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Aber ihr habt natürlich sehr starke Konkurrenz auch noch von zwei weiteren. Und schauen wir uns die nächste Gruppe an, und zwar vom Samuel Pilz vom BRG Kanerigasse in Graz. Über 500.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen fallen jährlich allein in österreichischen Haushalten an. Laut einer Umfrage sind dabei die größten Barrieren die fehlende Zeit sowie Kreativität. Mit unserer App Millions bieten wir die Lösung für dieses Problem. Mit Hilfe der Handykamera, geschützt von künstlicher Intelligenz, ermöglichen wir es, Nahrungsmittel, die bereits vorhanden sind, zu fotografieren und zu scannen.
Unsere App schlägt anschließend passende Rezepte vor und bietet dabei eine Step-by-Step-Anleitung. Herr Burschen, heute gibt es Lasagne. Und so einfach geht es, mit unserer App Millions Lebensmittel zu verwerten. Millions, Samuel, herzlichen Dank für tolles Video, tolles Projekt, tolle Einreichungen. Einen Konkurrenten habt ihr noch. Und das ist zu guter Letzt Stefan Schwarzauger vom Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch. Schauen wir uns den Stefan an. Hoppla. Herzlich willkommen zu unserer Präsentation Herstellung von biobasierten Kunststoffen aus Holz. Dieses Projekt arbeiten wir im Rahmen unserer Diplomarbeit. Mein Name ist Jonas Fröwert und ich komme aus Mahn. Mein Name ist Stefan Schwarzauger und ich komme aus Burgwitz zuschauen. Mein Name ist Angelika Ess und ich komme aus Belgien. Wir besuchen alle drei die höhere Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft in Bruck an der Ruhr. Im Rahmen unserer Vorarbeit durften wir mit der Technischen Universität in Graz zusammenarbeiten. Seit langer Zeit existieren Probleme mit Kunststoff fossilen Ursprungs, wie zum Beispiel der hohe Beitrag zu CO2-Emissionen bei der Verbrennung oder die Verseuchung der Umwelt mit nicht abbaubarem Mikroplastik. Für die Herstellung von Biokunststoffen aus Pflanzenmaterialien werden mehrere verschiedene Prozessschritte benötigt. Zuerst wird die Biomasse bei der Steam Explosion durch abruptes Ablassen von hohem Druck aufgeschlossen. Die Zellulose der aufgelockerten Zellwandstruktur ist somit leichter für Zellulasen zugänglich. Bei der nachfolgenden enzymatischen Hydrolyse wird der behandelten Biomasse ein Enzymcocktail zugefügt. Die darin enthaltenen Zellulasen bauen Zellulose zu Glucose ab. Die nun vorhandene Glucose wird von Mikroorganismen als Kohlenstoffquelle verwendet und zu verschiedenen Biopolymeren wie PHA oder PLA umgewandelt. Diese Biokunststoffe sind nicht nur biobasiert, sondern auch biologisch abbaubar. Wir hoffen, unsere Arbeit kann einen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft leisten. Vielen Dank. So, das waren jetzt mal die drei Beiträge. Herzlichen Dank noch einmal federführend für alle Gruppen. Einfach einmal genannt den Jonathan, den Samuel und den Stefan. Herzlichen Dank nochmal. Und wir werden jetzt natürlich wiederum die Preisträgerinnen ermitteln. Wie gesagt, wie vorher gibt es wiederum den QR-Code, den ihr bitte einscannt bzw. abfotografiert oder auf slido.com den Hashtag 5523697 eingibt und dann werden wir den Gewinner oder die Gewinnerin wieder bestimmen. Ich drücke wieder auf Pause und beziehungsweise dann beginnt das Voting 2 Minuten jetzt. Okay, also von der Paula habt ihr schon ganz großes Lob gekriegt, weil wir gesagt haben, oder beide eigentlich festgestellt haben, dass das sehr forschungsorientiert schon ist und sehr gut natürlich auch in unseren Campus passt. Und ich weiß nicht, Paula, hast du mit diesem neuen Wasserstoffforschungszentrum schon mal zu tun gehabt? Nein, bis jetzt nicht, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und würde es cool finden, wenn ich mich mit dem ein bisschen auseinandersetze. Ja, weil das haben wir nämlich, und auch für euch, wir haben noch gar nicht allzu lange ein neues Wasserstoffforschungszentrum, weil wir, und das darf man mit durchaus ein bisschen am Stolz sagen, die forschungsstärkste FH sind in ganz Österreich. Wir haben über 250 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, die an grundlegenden Dingen auch forschen, genauso wie es zum Teil ihr jetzt gemacht habt in eurer VWA bzw. in eurem Projekt arbeiten. Aber als Studierende, was interessiert mich jetzt Forschung? Ja, so sinngemäß, weil ich bin ja da zum Studieren und nicht zum Forschen, hat schon einen sehr, sehr großen Vorteil für euch.
Warum? Weil ihr könnt natürlich an diesen Forschungsprojekten auch mitarbeiten. Wir arbeiten sehr stark mit Wirtschaftspraxis und Industrie zusammen. Ihr könnt natürlich auch das Ganze dann nachher noch in Masterarbeiten, in Dissertationen, also wenn dann die Doktorehren kommen, vertiefen. Ihr habt riesengroße Jobmöglichkeiten mit Berufspraktiken, mit Projektarbeiten, mit Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und dann letztendlich. Natürlich dauert es bis dahin für euch noch eine Zeit, das ist mir schon vollkommen klar. Aber trotzdem ist da die Aussicht, hier mitzuforschen, auch für dich dann in ein paar Semestern natürlich dementsprechend groß. Wir haben modernste Gerätschaften herinnen, an denen man als Studenten auch dann arbeiten kann. Wir haben auch einen Coworking Space, wir haben einen Makerspace, wo man mal probieren kann. Wenn ihr ein Startup gründet, haben wir auch, wie gesagt, einen Coworking Space, in dem ihr auch mal Platz nehmen könnt und dort auch euer Businessmodell dementsprechend ausarbeiten könnt. Ja, da kommt es dann mit mir wieder ein bisschen mehr in Kontakt und eventuell habt ihr ja dann euch auch oder wollt ihr auch dann später eine wissenschaftliche Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter, vielleicht sogar als Professor hier bei uns einschlagen. Und das ist dann der Bezug zur Forschung und da hilft natürlich auch, wenn es euch interessiert oder wer daran Interesse hat, unser neues Forschungs- oder Wasserstoffforschungszentrum. So, die 2 Minuten sind wieder vorbei. Ich verplappere mich immer ein bisschen. Peter, wir haben ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis vorliegen. Einen Moment. Gewonnen hat mit, es gab insgesamt 196 Votings jetzt bei den Gruppenarbeiten und gewonnen hat der Jonathan Böhm. Jonathan, bravo! Einmal die Welle für den Jonathan. Fühl dich applaudiert, genauso wie zuerst die Ella. Jonathan, bist du zugeschaltet? Ich würde gerne ein paar Worte mit dir plaudern. Wir sind dabei, alle drei. Alle drei seid ihr da. Ich hab immer nur einen Jonathan da. Wer ist denn da? Jonathan, wer noch? Hermann Schmidt-Perrin. Mein Alexander. Alex, Jonathan und Kevin? Perry ist mein Spitzname, das passt. Also, das passt. Habt schon angeschlossen? Nein, habt ihr nicht so viel Zeit gehabt jetzt, gell, die paar Sekunden. Nun nicht, aber noch wird es jetzt Zeit. Der Griller steht schon bereit. habt ihr den Griller auch angeheizt schon? Nun nicht, aber das ist dann der Plan. das ist dann der Plan. Wie war es denn, die Arbeit zu schreiben? Und vor allen Dingen, wie war es denn, zu dritt die Arbeit zu schreiben? Das ist ja auch nicht ganz ohne, dass man sich da zu dritt immer koordiniert. Ja, eigentlich war es ganz geschickt, weil wir haben sie drei Teilnehmern aufgeteilt. Ich habe einmal die ganze Literaturrecherche gemacht und der Perrin hat verschiedene Betriebe angeschaut und der Alexander Meyer hat unser eigenen Versuchsanlauf eben beschrieben. Durch das hat es eigentlich ganz geschickt aufgeteilt und das hat sich super ergänzt. Das hat eigentlich voll gut funktioniert, dass nicht einer alles machen muss und durch das kriegst du da ziemlich einen inhaltlichen Umfang zusammen, sage ich mal, was eigentlich ein Vorteil für die Arbeit ist, sage ich mal. Und fördert natürlich auch das Teambuilding bzw. das Teamwork, weil man ja doch sehr, sehr viel und sehr eng zusammenarbeiten muss, konnte man vorstellen. Hat sich ein paar Nachtschichten eingelegt, oder? Nachtschichten waren ein paar dabei, ja. Und in Schwitzen sind wir auch ein paar gekommen. Aber ja, man kommt zusammen, irgendwie geht's. Wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann geht's. Ja. Und ihr seid ja gar nicht so weit weg von da. Ihr seid aus Linz. Ja. Habt sicherlich das Ende. Also in St. Florian sind wir in der Schule und jetzt gerade sind wir in End. Jetzt gerade hat es in Eins. Ja. Und ja, habe sicher das ein oder andere Linzer Bier getrunken beim VWA schreiben, konnte man vorstellen. Freistädter. Du, wie schauen denn die weiteren Karrierepläne aus? Du müsst natürlich jetzt im Gegensatz zu Ella Zivildienst oder Bundesheer mal absolvieren. Wie schaut es aus? Habt ihr Zivildienst oder Bundesheer? Ich mache einen Zivildienst. Ich mache Bundesheer und ich mache auch einen Zivildienst. Mhm. Und nachher dann habt ihr schon einen Plan, wo ihr dann hingewollt? Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt mal ein Jahr arbeiten auf meinem Praxisbetrieb. Das ist ein landwirtschaftlicher Betrieb. Da mache ich mal ein Jahr, weil der Bull ins Ausland geht und übernehme ich quasi das eine Jahr statt Erm. Und dann bin ich eher am Überlegen, ob ich nicht irgendwie Landwirtschaft irgendwo studieren gehe. Eventuell in Wörs. Ich wollte gerade sagen, gibt es auch da. Ja. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen. Ja, gar kein Problem. Mein Plan ist jetzt eigentlich vor dem Bundesheer nur mit einem Freund von mir nach Kanada gehen, Landwirtschaft leben und ein wenig arbeiten dort für ein paar Monate und dann halt zurückkommen, Bundesheer machen und dann irgendwo arbeiten gehen.
Ich mache auch noch vor dem Zivildienst 2 Monate Praktikum und dann in Zivildienst und danach wahrscheinlich irgendwas im Bereich der Landwirtschaft. Im Bereich der Landwirtschaft. Aber vorher heißt ja noch maturieren, oder? Mögliche Matura ist noch? Ja, die ist in 2 Wochen, mal haben sie gesagt. In 2 Wochen irgendwann einmal. Ah, die sind in 2 Wochen. Und ja. Matura-Reise auch schon geplant? Summersplash oder so? Ja, ist schon alles geplant und gebucht. X-Gem, ja. Aufs X-Gem. Okay. Ja. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß am X-Gem und könnt sicherlich, wie gesagt, den einen oder anderen Euro gebrauchen am X-Gem. Wir hätten eher vor, dass wir es wieder in neue Anlagen investieren, was wir eventuell planen, dass wir es nur mehr aufstellen. Das war jetzt eine sehr gute Antwort. Ja. Sehr unternehmerische Antwort. Ich gratuliere euch dreien. Nochmal toi, 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 auch für die Matura, für die mündliche, auch für euer dann Zivildienst, Bundesheer, aber vorher genießt die Matura-Reise, die habt ihr euch dann verdient, nach der Matura und nochmal herzliche Gratulation zum ersten Platz. Danke sehr. Danke. Bitte. Bitte. Bitte, ich bin wieder brav. Jawohl, Gerold, wir haben nur Platz 2 und 3. Müssen wir noch verkünden. Es hat 196 Votings gegeben, 42% der Votings sind an den Jonathan Böhm gegangen und daher und seine Kumpane und daher haben sie den Platz 1 belegt. Auf Platz 2 ist Samuel Pils mit 30% der Votes. Samuel, herzliche Gratulation für 30% der Votes und vor allen Dingen für den Preis von 500 Euro, auch für dich. Und auf dem dritten Platz ist Stefan Schwarzauger mit 29% der Votes. Stefan, auch für dich großen Applaus und Gratulation zum dritten Platz. 250 Euro gehen an dich. Witzigerweise, und das ist wirklich reiner Zufall, ist genau die Reihenfolge, wie sie da stehen. Jonathan und seine Mannen am ersten Platz, Samuel und seine Mannen am zweiten Platz und Stefan und seine Kollegen am dritten Platz. Allen dreien herzliche Gratulation von unserer Seite aus. Peter! Wir haben noch den Hinweis auf die Teilnahmebestätigung bzw. auf das Zertifikat, soweit ich mich da jetzt erinnern kann. Warum? Weil jeder von euch, der hier mitgemacht oder mitgetan hat und natürlich auch dementsprechend geschwitzt hat bei der VWA, eine Teilnahmebestätigung bekommt, die schaut dann so aus. Das ist jetzt nichts, wo ihr sagt, das kann ich mir irgendwo daheim dann nochmal irgendwo kübelieren oder sonst was, sondern mit dem könnt ihr auch dementsprechend ein bisschen unter Anführungszeichen angeben. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo bewerbt oder bei einer Fachhochschule oder dann bei einem Job oder wie auch immer, dann könnt ihr das Zertifikat gerne natürlich auch dazu verwenden, das in euren Lebenslauf dazu mitzunehmen und in den Bewerbungsunterlagen dementsprechend zu nutzen. Nutzt euch auf jeden Fall was, weil das schon natürlich ein dementsprechender Erfolg ist, unter 81 Einreichungen unter den besten 3 zu sein. Also, oder überhaupt unter den besten nominiert zu sein oder überhaupt bei uns nominiert geworden zu sein. Also eine Teilnahmebestätigung. Wir kommen zum Publikumspreis. Es gibt auch an der FAO Österreich noch einen Publikumspreis. Warum Publikumspreis? Weil nämlich zwischen 17. Mai und 3. Juni auf unserer Homepage auch Besucherinnen für deren Favoriten oder Favoritin auch voten hat können. Und da waren wirklich sehr, sehr viele aktiv. Und dieser Publikumspreis, der ist sehr, sehr, wie soll man sagen, nicht schnell ausgefallen, sondern der ist sehr eindeutig ausgefallen. Und hier hat gewonnen beim Publikumspreis, und zwar nämlich der Demirel Deronic. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, einen Namen. Sorry, wenn ich mich da irgendwie vertan habe. Das waren 1616 Voting, sehe ich hier. Deine Arbeit war die Energiewende in Österreich unter Berücksichtigung einer zukünftigen oder zukünftig veränderten Mobilität. Und wie gesagt, du bist aus Laberg in Wien mit 1616 Votes. Demirel, bist du da?
bist du da, weil nämlich dieser Preis. Bitte, was? Der Demirel, der Ronic muss uns seine Telefonnummer bitte in den Chat schicken. Wir können ihm das Mikrofon nicht öffnen. Ah, okay. Also Demirel, bitte deine Telefonnummer auf Instagram ist veröffentlichen. Na, kleiner Scherz. Wird natürlich nicht veröffentlicht. Wir sehen nur wir, beziehungsweise sieht nur der Peter im Chat drinnen deine Telefonnummer, weil dieser Preis nur an anwesende Preisträger, / innen, vergeben wird. Und du hast jetzt eine Minute Zeit, uns die Telefonnummer zuzusenden im Chat an den Peter Hellenberger. Und sie ist wirklich nur für uns sichtbar. Also bitte einmal bei uns melden und herzliche Gratulation zum Publikumspreis für deine Arbeit. So, wir geben jetzt eine Minute Zeit. Nachdem wir da in dieser eine Minute wieder eine kleine Werbung machen wollen, auch für die FH Oberösterreich, vor allen Dingen für den Campus Wels, darf ich euch noch die ein oder andere, wie soll man sagen, ein oder andere Spezialbereich bei uns an der FH näher bringen, und zwar den Bereich Internationalisierung. Bei uns gibt es nicht nur österreichische Studierende, sondern wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben da am Campus in Wels 1800 Studierende und davon sind 450 international reguläre Studierende und circa 150 Austauschstudierende. Das heißt, da haben wir eine sehr große Vielfalt an Kulturen auch herinnen bei uns, mit denen man sie unterschiedlichst austauschen kann, beziehungsweise dieser Austausch natürlich dementsprechend auch interessant ist. Wir haben eine große internationale Community mit International Evenings, wo sehr viele Kulturen vorgestellt werden, wo man sie treffen kann, diese Leute Freundschaften schließen kann. Hat es dann schon den einen oder anderen gegeben, der seinen Freund dann in Mexiko besucht hat und lauter so Dinge. Und zwar sind wir nicht nur international im deutschsprachigen Raum, sondern wir haben über 65 unterschiedliche Nationen hier bei uns am Campus. Wir haben über 500 Studierende aus über 65 Ländern, die bei uns studieren. Natürlich ist es auch möglich, ein Auslandssemester während eures Studiums dann zu machen. Es kommen auch immer wieder sogenannte Incomings zu uns herein, um einen Austausch oder ein Auslandssemester zu machen, weil wir allein in Wels mehr als 100 Partnerhochschulen weltweit haben. Das heißt, wir sind international dementsprechend auch aufgestellt. Und wenn ich jetzt, wenn wir die große Klammer ziehen, in der letzten Stunde, ihr habt die Paula schon gehört, wie es ihr in dem neuen Studiengang gegangen ist, beziehungsweise auch geht. Ihr wisst jetzt, was wir alles machen. Wir haben ein neues Wasserstoffzentrum. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, hier auch wissenschaftlich mitzuarbeiten. Ihr habt einen sehr großen Campus hier. Ihr habt die Stadt Wels oder den Zentralraum Oberösterreich in der Nähe. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Partnerhochschulen weltweit. Sprich, wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Dingen, die wir euch anbieten können. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir die ein oder andere oder den ein oder anderen hier bei uns begrüßen dürfen. Peter, jetzt noch eine Frage an dich, an die Regie. Hat sich der Demirel gemeldet bei dir? Die Telefonnummer ist eingegangen, ja, danke. Telefonnummer ist eingegangen. Wir gratulieren nochmal ganz herzlich dem Demirel für seine Arbeit Energiewende in Österreich, nochmal unter Berücksichtigung einer zukünftig veränderten Mobilität mit 1616 Votes. Ja, Frage an die Jury, Regie, komm schon dran an. Peter, gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, das ich irgendwie vergessen habe zu sagen? Habe ich irgendwen zum Gratulieren vergessen? Habe ich irgendwen zum Auszeichnen vergessen? Habe ich irgendeinen Preis vergessen, den ich sonst selber mit heimnehme? Habe ich irgendwas vergessen? Nein, nichts vergessen. Habe ich nichts vergessen. Dann, herzlichen Dank, dass ihr dabei seid, dabei wart. Wir haben fast eine Punktlandung gemacht, nur 3 Minuten überzogen. Herzlichen Dank an euch, dass ihr so viele Einreichungen gemacht habt, dass ihr mitgetan habt bei unserem fünften Sustainability Award. Danke, Paula, auch an dich, dass du heute da warst, dass du uns ein bisschen berichtet hast von deinem neuen Studiengang. Herzlichen Dank an alle Jurymitglieder natürlich. Herzlichen Dank an das Organisationsteam. Herzlichen Dank, Mike Rabel, auch an dich noch für deine Worte ganz am Anfang und dass du auch bis zum Schluss dabei warst. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir euch vielleicht sogar, wenn es auch nur am Tag der offenen Tür oder bei dem einen oder anderen Vorstellung der einzelnen Studiengänge bei uns am Campus Wels ist, würden wir uns freuen, wenn wir euch begrüßen dürfen. Und natürlich
weiterhin viel Erfolg bei der bevorstehenden Matura und vor allen Dingen dann viel Spaß, das, was ihr ganz wirklich verdient habt, nämlich bei der Matura-Reise. Also, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe auf bald in Wels. Ich wünsche euch einen schönen Abend.